Ja, hallo, servus, ja, wie geht's dir denn? Ja, schön, dass wir uns wieder mal hören. Geh, du, telefonieren ist so langweilig. Willst du nicht ein bisschen Videochatten mit mir oder sonst irgendwas? Wir könnten uns auch dabei gemeinsam einen Videofilm streamen. Ich finde das schon cool. Du sitzt dort und ich sitze da und schauen wir gemeinsam, telefonieren wir, streamen wir. Und ja, das ist echt so cool. Also diese neue Technologie ist ein Wahnsinn. Und ich sage das, wenn dann das 5G kommt, ich bin so happy. Also da geht das Ganze viel, viel schneller. Manchmal ist ja das wirklich nicht mehr zum Aushalten. Also das dauert alles so ewig. Also man kann sich also gar nicht mehr zwei Clips anschauen auf einmal. Das zweite hängt dann immer schon, weil das Internet einfach bei uns immer so langsam ist. Also es wird wirklich Zeit, dass dieses 5G endlich daherkommt. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei GeoLeben TV. Ja, es wird endlich Zeit, dass dieses 5G endlich daherkommt. Meinen Senf gebe ich dazu, aber du weißt eh, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, ich habe das ein bisschen demonstrieren können, dass wir hier alle irgendwo auch ein bisschen Teil mit davon sind, die eben Technologien nutzen, die eben jetzt auch wieder mal weiterentwickelt wird, weil es ja den meisten ja schon zu langsam geht, weil es einfach zu langweilig ist, nur mal nur ein Video anzuschauen und nebenbei mit jemandem zu skypen oder was auch immer. Also wir brauchen einfach eine schnellere Technologie. Das ist ja einfach mal ganz klar. Und außerdem müssen wir einfach auch in die Zukunft schauen, weil, ihr wisst eh, es wird doch Zeit, wenn endlich einmal die Autos von selber fahren. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Es ist sowas von anstrengend. Also es wird da wirklich Zeit, dass wir da die Technologie jetzt endlich einmal einsetzen und etablieren, dass ich es nur aussprechen kann, dass ich mich da nicht mehr selber mit dem Auto durch die Gegend fahren kann. Und es wird wirklich einfach Zeit, dass mein Kühlschrank dann mit einem Geschäft oder mit, weiß nicht mit was, kommunizieren kann, damit der Kühlschrank demjenigen dort sagt, dass jetzt meine Milch, obwohl ich keine habe, aus ist und die nachbestellt werden muss und dass ich meine Bücher ausgelesen habe oder sonst irgendwas oder dass da alles einfach miteinander vernetzt werden muss, damit ich mich einfach viel gemütlicher in die Sonne legen kann, meine Lieben, und nicht ständig mit dem Leben so beschäftigt bin. Ja? Also es wird wirklich Zeit. 5G, ich warte auf dich, ich kann es nicht mehr erwarten. Ja, meine Lieben, ich weiß. Ich hoffe, es schreckt euch nicht, aber es ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Portion Ironie und auch große Portion Selbstironie mit dabei, weil ich und weil wir, so sage ich jetzt einfach mal, natürlich auch Teil dieses technischen Fortschreitens einfach auch sind. Wir nützen alle die Technologie, egal wie alternativ die meisten sind. Ein wunderbares Handy, ein Mobile haben dann doch die meisten und mögen sie noch so Aussteiger sein und noch so minimalistisch unterwegs sein, kein Bett mehr dafür eine Hängematte und sonst nichts mehr in der Wohnung, aber ein Apple Notebook, MacBook oder wie auch immer die heißen und ein wunderbares Smartphone, das haben sie ja dann doch. Ja, meine Lieben, das ist es. Wir sind Teil dieser ganzen Geschichte und jetzt kommt einfach halt 5G, weil das 4G einfach schon viel zu langsam ist. Ja, es ist schon viel zu langsam. Wenn ich ein Video hochlade, dann dauert das immer so unglaublich lang. Viertelstunde vielleicht, wenn überhaupt. Und das ist mir schon zu lang. Nein, ja, wir sind so. Wir sind so. Wir wollen immer mehr. Wir wollen, dass die Dinge immer schneller passieren, dass sie immer schneller gehen. Meine Güte, wenn ich daran denke, ja, jetzt ist es ungefähr, ja, wie lange ist es her? 22 Jahre? Nein, 25, 24, egal. Da habe ich mir mein erstes Handy gekauft. Vorher hatte ich schon einen Computer mit Internetanschluss. Was habe ich damit gemacht? Ich habe ein bisschen herumgesurft. Wenn eine Seite aufgegangen ist, dann hat das vielleicht eine Minute gedauert. Und es war schon super. Es war der absolute Wahnsinn. Ein Handy zu haben, ein paar SMS zu schreiben und zu telefonieren, war der absolute Wahnsinn. Ich komme ja aus einer Zeit, da hat es das vorher alles nicht gegeben.
Genau, ich bin mit dem normalen Telefon aufgewachsen, mit einem Kassettenrekorder, der hat Musik heruntergespielt und das war's dann. Und trotzdem merke ich, dass sich das in den letzten 22 Jahren unglaublich schnell entwickelt hat und wir und ich mich natürlich mitentwickelt habe und ich mir jetzt nicht mehr vorstellen kann, mit einem Internet zu surfen, zu arbeiten, das so schnell ist wie vor 10, 11, 12 Jahren. Das würde nicht gehen. Da würde ein Video mit 10 Minuten Länge hochladen eine Nacht brauchen. Das würde einfach nicht gehen. Also wir sind Teil dieser Entwicklung, ja, und 5G ist halt ein Ergebnis aus dieser Massenbewegung heraus. Natürlich könnte man sagen, es sind die da oben, das sind böse Menschen, die wollen das, die wollen nur Geld, denen ist das alles ziemlich egal. Das stimmt schon. Natürlich sind da Mächte am Werk, das sind Menschen, die wollen Kohle, die wollen weiterkommen, die wollen materiell weiterkommen, die wollen mehr Macht, die wollen sich auf diese Art und Weise weiterentwickeln, das ist klar. Die gibt es natürlich, aber natürlich gibt es auch die anderen, die breite Masse, die fleißig konsumiert, wie ich es einfach vorher auch schon beschrieben habe. Und das ist das Problem. Ich kann euch jetzt nicht und ich will jetzt auch nicht darüber mehr reden und diskutieren, wie gefährlich 5G ist, warum es gefährlich ist und so weiter und so fort. Das haben schon andere wie Dieter Bröers und viele andere Menschen, die sich hier mit diesen Dingen wirklich sehr gut auskennen, wunderbar beschrieben. Das brauche ich nicht mehr. Ich denke, wir sind uns einig, 5G ist was, was auf uns zukommt, was unsere Gesundheit einfach massiv gefährden kann. Da sprechen viele, viele, viele Studien einfach dafür. Natürlich haben diejenigen, die 5G wollen, auch Studien, die sagen, das ist gar nichts und so weiter und so fort. Da mag ich nicht in den Kampf eintreten, das kann ich auch gar nicht. Für mich ist natürlich klar, 5G ist unglaublich unsicher. Ich habe ein bisschen Angst davor. Also ich habe wirklich Angst davor, wenn das auf uns eindonnern wird, das Ganze. Also ich fühle mich nicht wohl dabei und trotzdem habe ich im Augenblick einfach auch keinen Ausweg. Ich denke, wir kommen so einfach auch nicht weiter, wenn wir uns da gegenseitig beschuldigen und sonst irgendwie. Ich glaube, es ist gut zu verstehen, warum das einfach auch so ist. Ich möchte euch sagen, vielleicht wissen es einige, ich komme ja auch aus der Suchtarbeit. Ich habe lange Jahre mit Menschen gearbeitet, die süchtig waren oder sind. Ich war selber mal betroffen in einer gewissen Art und Weise. Ich habe auch geraucht, ich habe gerne was getrunken und ich weiß, wie es ist, etwas aufzuhören, wovon man weiß, dass es schweren gesundheitlichen Schaden anrichtet. Nicht nur kann, sondern tut. Für mich steht außer Zweifel, Nikotin und die ganzen Inhaltsstoffe vom Tabak, alles was damit dabei ist, ist mega ungesund. Alkohol ebenso, Drogen, Medikamente, täglich 10 Stunden PC schauen oder Computer spielen, alles ist mega, mega ungesund und verursacht in letzter Konsequenz mega Stress für unsere Zellen. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das Problem ist einfach, warum kann jemand etwas nicht lassen, wovon er weiß, dass es ungesund ist? Ja? Wir wissen als Kollektiv, jeder Einzelne, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, weiß, ist mit ziemlicher Sicherheit mega ungesund. Wir wissen überhaupt nicht, was da langfristig auf uns zukommt. Ja, das ist einfach so. Und trotzdem wird kommen. Das wird einfach kommen und es kommt und es ist ja eigentlich schon da, das Ganze. Ja, es ist schon da. Wieso schaffen wir es nicht? Ich bin draufgekommen in der Arbeit mit suchtkranken Menschen, mit Menschen, die etwas, was schädlich ist, nicht lassen können, bin ich irgendwann mal draufgekommen, dass es einfach klar ist. Und das war auch bei mir so. Ich habe zwei Süchte aufhören können und es war schlussendlich so. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo plötzlich, ja, der Leidensdruck jetzt im Augenblick in der Situation, die Angst, so groß geworden ist, so groß war,
wesentlich größer als die Angst, dass was man hier macht, tut, dass man das nicht mehr tun kann. Ja? Grundsätzlich ist es ja so, uns als User von dieser ganzen Technologie, natürlich könnten wir uns alle allesamt nicht mehr vorstellen, ohne diese Technologie zu leben. Wer wäre wirklich bereit, heute für sich, unabhängig, ob es wer anders macht oder nicht, das Handy in den Müll zu werfen, kein Internet mehr zu haben, zurück in die 70er Jahre, in die 70er, 80er Jahre. Wer wäre wirklich für den Rest seines Lebens bereit? Der hebt die Hand. Es war nur vorzeigemäßig. Nein, ich wäre im Augenblick nicht bereit. Ich wäre einfach nicht bereit, weil ich es mir im Augenblick nicht vorstellen kann, ohne diese Technologie zu existieren. Ja. Es wäre vielleicht was anderes, wenn sich die komplette Menschheit darauf einigen könnte. Das wäre komplett was anderes. Aber jeder für sich alleine zu wissen, ja, es kann sein, wenn ich jetzt mit Handy und dem Ganzen aufhöre, kann es trotzdem sein, dass ich morgen rausgehe und der ganze Zug, der ganze Bus, die Leute, die mir alle unterkommen, haben immer noch alle die Technologie. Nur ich, der Einzige, habe es nicht mehr. Nein, die meisten Menschen, einschließlich einer meiner, können sich das einfach nicht vorstellen. Ja? Und das ist das Problem, die Angst, da was nicht mehr zu haben, das, was wir jetzt jahrelang gehabt haben, täglich in das Handy reinzuschauen, täglich das Internet zu nutzen und so weiter und so fort. Die Angst, das nicht mehr zu haben, ist im Augenblick wesentlich größer als die Angst vor 5G. Das ist der springende Punkt. Das ist die Angst, etwas nicht mehr zu haben, und das ist die Angst vor 5G. Und die Folgen, die sind einfach da. Die Angst vor 5G ist für uns einfach in dem Augenblick noch nicht real. Die ist für uns einfach auch noch nicht real. Die ist in der Zukunft. Ja, wir können uns das tausendmal anschauen, tausend Studien lesen und sehen, die Angst ist trotzdem noch in der Zukunft. Und das ist das Problem, dass die Angst, das zu verlieren, was eben mit Internet, mit Strahlung und dem Ganzen zu tun hat, ist im Augenblick einfach noch viel größer. Und so ist es auch mit den Menschen, die süchtig sind. Solange die Angst noch größer ist, ohne diese Substanz, Alkohol, Drogen, Medikamente, Nikotin, ohne diese Substanz nicht auskommen zu können, wenn diese Angst noch größer ist, dann hilft es tausendmal nichts zu wissen, dass man, wenn man raucht, 7, 8, 9, 10 Jahre weniger lang lebt oder einfach die Chance, Lungenkrebs zu bekommen, wesentlich größer ist als ohne Rauchen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Punkt müsste einfach sein, dass die Menschen, die wirklich hier an den Machthebeln sitzen, ja, dass dann plötzlich so ein Licht aufgeht, dass die plötzlich merken, Scheiße, wenn wir das mit 5G etablieren, dann geht es uns an den Kragen, dann ist es mit der Gesellschaft vorbei, dann steigen die Zahlen an Krebs, an Zellmutationen, an Zelldefekten und weiß der Kuckuck was. Wenn denen so ein Licht aufgehen würde, dass die wirklich diese Angst bekommen würden, merken würden, was hier passiert, ja, dann wäre die Chance groß, dass die sagen, nein, das müssen wir vermeiden. Das würde dann vor dem eigenen persönlichen, egoistischen Denken stehen. Ja? Es ist im Endeffekt nur das eigene egoistische Denken, das Angst hat, Angst etwas zu verlieren. Egal, ob es für uns ist, Angst zu verlieren, dass wir nichts mehr zum Spielen haben, nichts mehr haben, womit wir uns beschäftigen können. Angst haben, dass ich natürlich mein Business nicht mehr gestalten kann mit dem Ganzen. Ja, sind irgendwo berechtigte Ängste, und trotzdem, wenn wir irgendeinmal vor der Wahl stehen oder davor stehen, Leben oder Tod, ja, wenn wir wirklich einfach mal davor stehen würden, Leben oder Tod, dann ist es klar, dann würden wir uns alle fürs Leben entscheiden. Dann wäre es mir egal, ob ich morgen der Einzige bin, der ohne Handy durch die Gegend klatscht. Wenn ich nur noch die Wahl habe, Leben oder Tod, dann laufe ich den Rest meines Lebens ohne Handy durch die Gegend. Und wenn alle anderen immer noch eins haben, weil mir das Leben wichtiger und lieber ist. Und so wäre es mit den anderen auch. Und so wäre es mit den Menschen auch, die hier an den Hebeln sitzen, die entscheiden, ob 5G kommt.
oder nicht. Wenn denen ein Licht aufgehen würde, wenn die diese Angst bekommen würden, verdammt nochmal, wenn wir das etablieren, dann haben wir die Menschheit vielleicht auf dem Gewissen. Aber das ist eben so dieser normale Sucht-Leidensdruck-Mechanismus. Ist der Leidensdruck einfach im Augenblick nicht so groß wie der Suchtdruck oder der Ich will das unbedingt haben Druck, dann ist es einfach blöd. Und dann werden auch Menschen, die drogenabhängig sind, lieber irgendwann mal sterben, weil sie einfach nie wirklich diese Angst gehabt haben, wo sie gemerkt haben, verdammt, hier geht es wirklich um Leben und Tod und es ist kein Spiel. So ist das Ganze, meine Lieben. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe aus meiner Sicht, ja, was hier wirklich einfach für Mechanismen im Hintergrund sind. Ich weiß, viele vielleicht, die werden sagen, ja, das sind die bösen Mächte, das sind die. Aber im Endeffekt, ja, natürlich wirkt da in dem Menschen eben auch die Angst, etwas zu verlieren, wo sie sich nicht vorstellen können, ohne oder damit oder ohne dem zu leben. Ja, und das, diese Dinge sind natürlich Geld, sind Macht, sind Kontrolle, sind Einfluss. Ja, diese Menschen haben natürlich eben auch die Angst, ohne diese Einflüsse nicht mehr leben zu können. So wie alle anderen auch. Wir sitzen alle im Endeffekt in einem Boot und wir machen alle was dazu, ob es dazu kommt oder nicht. Wir als Masse hätten die Möglichkeit, ja, wir hätten die Möglichkeit, machen wir mal aufmerksam auf das Ganze. Kollektiv eine Woche kein Handy mehr einschalten. Boom, es wird ins Bett gelegt oder sonst irgendwo hin. Eine Woche nicht mehr telefonieren. Wenn das ein paar hundert Millionen machen würden in Europa, das wäre spannend. Aber wir schaffen es nicht, wir tun es nicht, weil wir uns nicht einig sind, weil der Hut einfach zu wenig brennt, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe, man versteht das, was ich meine. Was dann jeder für sich im Kleinen einfach tun kann, wirklich schauen, brauche ich mein Handy, brauche ich die Technologie permanent und ständig, wo kann ich sie einfach ausschalten, wo kann ich dafür sorgen, dass ich mich schütze davor. Es gibt anscheinend auch Möglichkeiten, Technologien, die einem vor dem Ganzen ein bisschen schützen können. Ich kenne mich da nicht so aus, muss man sich halt einfach auch dafür informieren, interessieren. Ich denke, wir können hier nicht viel tun, außer positiv im Leben zu sein und sich nicht fertig machen zu lassen von dem Ganzen und für sich einfach Wege finden im Leben, wo man wirklich mit sich im Frieden und in Liebe leben kann. Ja, in dem Sinne, lasst meinen Daumen hoch da, natürlich eure Meinung in die Kommentare, das ist das unglaublich wichtig und teilt das Video oder teilt überhaupt alles, schaut, dass mein Kanal nach vorne kommt, weil dann kommen wir alle in einer gewissen Art und Weise nach vorne. Infobox hineinschauen, ESC. Und schaut einfach auch auf meine Homepage. Da werden dann die Berichte alle noch in weiterer Folge etwas ausführlicher einfach nachzulesen sein. Bewusst, gesund, geosixt, lebensmodert.de. In dem Sinne, ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus. Und bleibt mir gesund oder werdet es auf jeden Fall, weil das ist das Wichtigste. Ciao, ciao, servus.